die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen, wieder existieren. Ja, und hier können wir leider die Musik nicht hören, weil ich natürlich den Streamer-Modus aktiviert habe. Das heißt, alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, also wo ich Probleme mitbekommen könnte, wird automatisch rausgeschnitten. Ist ein bisschen schade, aber gut, da müssen wir das Ganze los? So ansehen. Julia? Bist du das? Nein, das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein, das ist Wahnsinn. Mein Gott. Also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war und du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist. Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie hat sich mit mir unterhalten. Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt, aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Na, da glaube ich nicht so dran. Damit sind wir im Kapitel Die weiße Frau und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Links ist was... Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe, aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarotfilm uns das zeigen wird. Was ist das eigentlich? Achso, Zufallsentscheidung. Okay. Das sind die Karten. Dann benutzen wir mal die Kamera. Infrarot. Ist jetzt die Frage, was davon Infrarotfilm und Objekte, Komponente wählen. So. Korrekt belichtet, unscharf. Das müssen wir noch einstellen. Halt. Scharf, wie zu nah dran. Euer Ernst jetzt? Motiv erfasst, korrekt belichtet und so weiter. Zack. Okay,
eins dieser Gräber, hat sie gesagt. Also muss hier ja noch was weiteres sein. Wo sind wir denn jetzt genau? Wir sollen eigentlich zum See. Wir sind jetzt da oben. Aber da müssen... Ach nee, sie meinte eins dieser Gräber von denen da, ne? Es ist im Moment nebelig. Also würde ich sagen, dass wir zum See gehen. Wenn ich jetzt überhaupt richtig gehe. Ich gehe jetzt wieder hoch, oder? Moment. Ach nee, ich bin nur jetzt den anderen Weg entlang. Okay, dann gehe ich den nochmal zurück und biege dann hinten ab. Und dann gehen wir nämlich mal zum See rüber. Weil ich denke, es ist relativ früh am Morgen. Es sieht auf jeden Fall teils nebelig aus. Und es ist ja auch ein Kreis um den See drumherum. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt... wie war das jetzt? Links, links? Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Links, links, rechts. Genau. Das ist ab hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vorher zurückgehen sollten. Da müssten wir eigentlich, ne? Moment. Der Geliebte. Persönliches Objekt. Neblig ist es. Das ist jetzt blöd. Aber ich gehe doch nochmal zurück, weil zumindest das mit dem Geliebten brauchen wir ja. Mit dem persönlichen Objekt, das kann natürlich sein, dass wir das dann kurzfristig am See feststellen. Was das genau ist. Aber das mit dem Foto, also ich denke mal, das sollten wir schon vorher entwickeln. So, Moment, hier ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Die leben ja schon sehr schön. Das würde mich nur ehrlich gesagt stören mit diesen ganzen Holter-die-Polter-Wegen da. Was haben wir denn hier wieder Neues? Der Gelbfilter. Wenn es schneien würde, wäre er perfekt. Der Grünfilter, nützlich für Landschaften. Okay. Gut, dann schauen wir mal eben. Das können wir aber springen. Ach so, sehr geil. Das ist bei den Gräbern, ne? Dann nehmen wir das doch mal als erstes. Weil mich das ehrlich gesagt jetzt als erstes anspricht. Um zu wissen, was das ist. Können wir jetzt hier irgendwie... Ja, das ist fokussieren, das ist mir schon klar, aber ich will, das ist oben unten. Ah, jetzt. Gott sagen. Jetzt muss ich das wieder neu fokussieren, oder was? Na toll. Dann kriege ich das wieder nicht so perfekt hin, doch diesmal ja. Scharf, okay, super. Dann bin ich mal gespannt, ob sie den kennt. Und wenn ja, wer das dann ist. Da ist das Grab, nach dem ich gesucht habe. Und der Geist eines Gefangenen, der genau wie die Frau in dieser Welt gefangen ist... Aber sie können sich nicht mehr treffen. Das Böse trennt sie. Das sieht die alles an diesem Bild. Okay. Ich würde das jetzt daraus nicht sehen. Also mit dem, das Böse trennt sie und so. So, jetzt ist die andere Sache. Ja gut, das waren die Fotos von ihm. Das war am Steg, ne? Das ist auch Steg, Steg. Ich weiß nicht, sollen wir das mal entwickeln? Können wir auch mal machen. Warum ist das jetzt so?
dunkel. Hat die nicht sonst immer das Licht vorher schon angehabt? Ah, na komm. Ja, müssen wir mal so versuchen. Wir können es ja überspringen. Jetzt, wo ich das weiß, werden die ganzen Folgen viel kleiner. Okay, mal schauen. Da sagt sie nichts zu. Na gut. Na gut, aber ich glaube, sonst brauchen... Achso, ich kann mich bewegen. Ich glaube, sonst brauchen wir hier auch nichts. Finde das richtige Grab. Karte ansehen. Okay. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich wissen, welches von den drei Gräbern sein Grab ist. Ich vermute mal, um vielleicht irgendwie dann ihn auszubuddeln oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Bin ich hier runtergegangen. Wir müssen auch noch nach dem Strommast gucken. Das würde ich auch gerne noch machen. Da können wir nur hier. Und dann bin ich links gegangen, ne? Müsste hier vorne sein. Ja, genau. Und, wie wir schon gedacht haben, es ist das mittlere, wo er drauf gesessen hat. Okay, das sollte auch reichen. Wenn ich das trage, sollte ich in der Lage sein, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Mit diesem Objekt sollte sie mich hören können. Davon bin ich überzeugt. Genau wie die weiße Frau ist auch er in dieser Welt gefangen. Aber sie können nicht mehr zueinander finden. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Das Kleid, das ich an diesem verfluchten Tag in die Büsche geworfen habe. Es liegt schon ein paar Tage am See. Einer Welt, die sowohl meine als auch ihre ist. Ja, jetzt wird es ja doch nochmal wieder richtig spannend. Wobei ich eigentlich die ganze Zeit recht spannend finde. War das jetzt links, links, rechts oder war das jetzt... Genau, links, links, rechts und dann kommt man ja im Endeffekt mehr oder weniger automatisch an. Okay. Wenn hier nicht wieder irgendeiner vorbeikommt, der dann am Schießen ist, heißt das. Ich verstehe das sowieso nicht. Man darf sich nicht an die Fenster stellen. Man muss im Haus bleiben, aber wir spazieren hier so freundlich, frisch, fromm, fröhlich, frei in den Wald herum. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Man sieht das hier so komisch aus, als ob hier alles entwurzelt worden ist. So, ich glaube, das war hier, ne? Genau, da ist der Steg. Ich bin immer darauf gefasst, angeschossen zu werden oder bombardiert zu werden. Frage ist, muss ich das hier am Steg machen? Achso, nee, ich muss wahrscheinlich rausfahren, so wie es aussieht. Ohne alle notwendigen Elemente ist es sinnlos, zur Insel zu gehen. Was? Ich hab doch alles. Hä? Mein persönliches Objekt. Hä? Ach so. Ah ja, die Kleidung. Ah, ja, ja, ja. Hat sie doch eben noch von gesprochen. Hier ist es. Ich hoffe, dass es funktioniert.
Mein Kleid. Das könnte das Element sein, das meine Welt mit der Welt der weißen Frau verbindet. Ja, das hast du ja gerade schon mal gesagt. Deswegen will ich ja jetzt dahin. Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Ach so, ich muss komplett darüber. Okay. Soll ich da jetzt anlegen? Auf der anderen Seite. Oh, das ach, da ist ein Steg. Ich dachte, das ist so einer. Aber dieses Herzklopfen die ganze Zeit. Oh, über die Kopfhörer war das so laut. Okay. Und was mache ich jetzt? Es ist ja nicht nebelig hier. Der Legende zufolge ist das der Baum, an dem der Geliebte gehängt wurde. Und nun? Soll ich den fotografieren oder was? Jo. Keine Ahnung. Die Halskette des Geliebten der weißen Frau. Ich weiß nicht, ob wir da mit Infrarot irgendwie noch was... Infrarot und Objektive. War jetzt Blödsinn, ne? Ich weiß. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also wir sollen ja eigentlich nur hier hin, wenn es nebelig ist. Und es ist ja nicht nebelig. Wobei, es war ja vorhin nebelig. Aber sie sagt das jetzt alles so schön, von wegen, ja, der Legende nach und so weiter. Es muss nebelig sein, ist auch drin. Der Karte nach muss ich rechts rum, okay. Eine Filmrolle. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Marthas Leiche entdeckt habe. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Zeitpunkt haben. Mit etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Marthas Ermordung festgehalten. Dann werde ich endlich eine Antwort haben. War es wirklich Mama?
Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie anzulocken. Eine Haarlocke von mir, um in ihre Welt einzutreten. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Die ersten 10 werden wie bei Nani verwendet. Sobald 2 Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Dann bin ich mal gespannt. Du verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Du wärst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Du bist ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze, nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß, wie das Wasser, wie die Luft. Ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für 2 Karten entscheiden. Los geht's. Also, mit A. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben, und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt, der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit gefangen. Wieder welche aussuchen? Okay. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein bleiben. Die Erinnerungen lassen dich im Stich. Sie sind deine einzigen wahren Gefährten. Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähren sie.
Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Hallo? Achso. Die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter, macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Versuche niemals, durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.